So schön wieder hier zu sein, unter euch zu sein, und ich stelle fest, so das Wetter in Spanien, also in Deutschland ist es teilweise besser wie in Spanien, lohnt sich fast nicht mehr dahin zu fahren, außer den schönen Farben, die wir so sehen um uns herum. Genießt jemand von euch die Farben? Ich habe die Farben nicht gesehen, bis ich meine Frau geheiratet habe. Sie sorgt dafür, dass ich Farben sehe. Und du fährst Auto ganz ruhig bis hinten. Schatz, hast du gesehen, die Blätter, die da sind, die farbigen so. Seitdem sehe ich alles und ich sage meistens so 10 Sekunden, bevor sie mich weckt, Schatz, ich habe es gesehen. Links, rechts, oben, unten, überall. Aber das ist gut, einfach die Sicht, eine neue Sicht zu bekommen für Dinge, die da sind. Und um nichts anderes geht es in dieser Reihe, unsere Sicht zu schärfen für Dinge, die wichtig sind. Die aber, je länger man unterwegs ist, im Glauben vergisst oder die einfach stumpf werden. Man fühlt sie nicht mehr, man nimmt sie nicht wahr. Von 2 Dingen werdet ihr im Gegensatz zu der letzten Predigt heute nicht abgelenkt werden. Das sind Hanteln und Muskeln. Okay? Heute geht es um eine ganz gewisse Gewohnheit. Wir sprechen ja von geistlichen Gewohnheiten, die uns helfen, Gott näher zu kommen, geistlich zu wachsen. Das heißt, im Sinne Gottes zu leben. Und heute geht es ums Bibellesen. Uns geht es darum, einen Lebensrhythmus zu etablieren, einen Rahmen zu schaffen, in dem Gott wirken kann. Wir können etwas machen. Wir können viele Dinge nicht machen. Wir können kein geistliches Wachstum bewirken. Wir können keine Heiligkeit bewirken. Viele Dinge können wir nicht, aber wir können einen Rahmen schaffen. Wir können Gewohnheiten aneignen. Wir können Dinge tun, die dazu führen, dass Gott in unseren Alltag hineinredet, in meinen Alltag hineinredet, mich prägt. Und um solche Rhythmen geht es. Jedes Baby, wenn es aufwächst, muss Dinge lernen, das später völlig natürlich wird. Essen. Es muss lernen zu essen. Es muss lernen, einen Löffel und Gabel und all diese Dinge zu bedienen. Es muss lernen zu gehen. Es muss lernen zu kommunizieren. Das geschieht nicht von selbst. Und ähnlich ist es auch, wenn wir geistliche Babys sind, wenn wir geistlich geboren werden, ein Leben beginnen, das wir davon nicht gekannt haben, müssen wir Dinge lernen. Sie müssen zu unserer täglichen Routine werden. Nicht zu einer toten Routine, davor fürchten wir uns ja, aber zu einer Routine, wo das selbstverständlich ist, wie das Zähneputzen am Morgen, das Bibellesen oder Beten, Geben, Anbeten, was auch immer dran ist in dem Moment. Um solchen Lebensrhythmen geht es auch und über die Schritte dahin reden wir auch. Wenn du die Bibel nicht liest, lebst du nicht mit Gott. Nachdem ich dich geschockt habe, möchte ich das ein bisschen eingrenzen, aber ich möchte es in keinem Fall relativieren. Wenn du die Bibel nicht liest, lebst du nicht mit Gott. Ich weiß um Menschen und ich kenne Menschen in dieser Gemeinde, die durch die Lebenssituation und durch Gesundheitszustand verhindert sind oder eingegrenzt sind. Und diese Aussage ist eine weitere Last auf ihnen, das soll sie nicht sein. Mir geht es nicht darum, Menschen, die sonst schon so viel zu tragen haben, eine Last aufzuerlegen. Und diese Menschen finden ihren eigenen Zugang zur Bibel. Ob es das Hören ist, ob es das Gucken ist, ob jemand vorliest. Aber was ich sagen will, jeder braucht einen Zugang zur Bibel. Angemessen zu dem Gesundheitszustand, angemessen zur Lebenssituation, was immer möglich ist. Wir haben Ritas Mama beerdigt letzte Woche. Ganz plötzlich diese Frau, die konnte zum Schluss nur noch, weiß ich nicht, wie viele Minuten am Tag im Bett aufrecht sitzen. Oder sie sollte es auch aufgrund ihres Gesundheitszustands. Und zu dieser Zeit lag die Bibel offen auf ihrem Tisch. Wenn sie es nicht tun konnte, hat unsere Tochter hervorgelesen oder jemand anders. Oder sie hat gehört. Aber das Wort Gottes war präsent in ihrem Leben zu jeder Zeit. Das sind Dinge, die sie sich nicht erst als alter Mensch angewöhnt hat, sondern als junger Mensch. Wir brauchen den Zugang zur Bibel. In Sprüche heißt es, ohne Offenbarung Gottes verwildert das Volk. Wenn Gott nicht offenbart, was ihm wichtig ist, und wir es verstehen, was ihm wichtig ist, haben wir keine Richtung. Wir wissen nicht. Viele Dinge sind gut in unserem Leben. Viele Dinge sind gut. Die Frage ist, sind sie im Sinne Gottes? Und das wissen wir erst, wenn wir sein Wort, die Bibel, lesen oder hören oder was immer auch der Weg. Heute gibt es sehr viele Möglichkeiten. Wichtig ist, dass der Inhalt vom Wort Gottes in dich hineinkommt, auf dich wirkt und was es bewirkt, darum wird es heute gehen. Sascha hat letztes Mal viele wichtige Gedanken gesagt darum, wenn wir ein Leben mit Gott beginnen, wenn wir uns auf den Weg mit Gott begeben, startet ein Heiligungsprozess. Gott sagt, ich bin heilig, ihr sollt auch heilig sein. Und in dem Moment, wo du gläubig wirst, macht er dich zum einen heilig und gleichzeitig startet er einen Prozess der Heiligung, wo er dich verändert in sein Bild hinein. Wenn du in einer Beziehung bist, egal wer das ist, dein Ehepartner, dein Freund, dein Arbeitskollege, wer immer das ist, beginnt ein Prozess. Ihr nähert euch ein. Ihr lernt einander zu verstehen, wahrzunehmen, auf den anderen einzugehen. So funktioniert eine Beziehung und nichts anderes ist es mit Gott. Wir müssen uns auf ihn einlassen und die Bibel lesen. Das ist unser Part in dem Heiligungsprozess. Und gleichzeitig wollen wir das auf eine lebendige Art und Weise tun, denn die Buchstaben in der Bibel sind tot, wie in jedem Buch. Wer sie lebendig macht, ist der Heilige Geist. Er ruft sie in Erinnerung, er macht sie lebendig. Und bevor wir darüber reden, dass wir die Bibel lesen müssen und sollen, wollen wir darüber reden, was ist denn das Wesen der Bibel? Warum ist das wichtig? Und die Wichtigkeit des Bibellesens liegt nicht darin, um die Bibel gelesen zu haben. Es gibt viele Menschen, die an Gott nicht glauben, die die Bibel gelesen haben, einfach weil es ein wichtiges historisches Buch ist und zu ihrer Bildung gehört. Aber die Wichtigkeit der Bibel liegt für sie nicht in ihrem Wesen. Und was ihr Wesen ist, lesen wir, die legt sich quasi selbst aus. Der Heilige Geist ist derjenige, der die Inhalte den Menschen gegeben hat, die sie niedergeschrieben haben. Und er ist auch derjenige, der diese Inhalte in deinen Alltag transportiert. Und die können für dich anders sein wie für mich und anders sein wie für deinen Ehepartner oder Nachbarn. Gott wird dir das sagen, was er für dich wichtig hält. Denn die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist, und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Deshalb musst du deine Bibel lesen. Sie ist eingegeben von Gott und ist dafür da, um dich zu erziehen, um dir zu zeigen, wo du falsch liegst, um dir zu zeigen, wo du richtig liegst, was du machen sollst und wie du Gottes Willen erkennst. Und im Grunde geht es beim Bibellesen nicht ums Lesen in sich selbst, sondern um auf Gott zu hören, um Lernen auf Gott zu hören. Die Bibel zu lesen heißt, auf Gottes Flüstern hören zu lernen. Ich bin damit aufgewachsen, ich bin in keiner christlichen Familie aufgewachsen. Ich kam mit 21 zum Glauben, es war alles für mich völlig neu. Und es war richtig schwer, die Bibel zu lesen. Es war wirklich ein Buch mit 7 Siegeln. Und es gab viele Schritte dazwischen. Und ich habe das Buch oft gelesen, um es gelesen zu haben, weil es mir so beigebracht worden ist, dass es wichtig ist. Aber wirklich auf Gott zu hören, während ich es las, habe ich sehr viel später gelernt. Oft war es tatsächlich Lesen, um Inhalte zu bekommen, um etwas zu verstehen, was ja auch Teil des Prozesses ist. Aber am Ende geht es darum, dass Gott in deinen Alltag spricht und Gott dich dadurch auch verändert. Es geht beim Bibellesen darum, dass du lernst, auf Gottes Reden zu hören. Und das ist auch keine platte Anwendung. Wenn du das 3. Mosebuch liest, oder 4. Buch Mose liest, wo es nur um Geschlechtsregister geht, wird Gott wahrscheinlich nicht so viel in deinen Alltag sprechen, es sei denn, du entdeckst Verwandte in diesem Geschlechtsregister. Dennoch müssen manche Dinge gelesen werden, um den Gesamtkontext zu verstehen zu können. Die Krankheit unserer Zeit ist, dass viele von uns nur kleine Fetzen aus der Bibel kennen, so Zitate. Manchmal seht ihr das, in Filmen wird die Bibel zitiert, aber sowas von pervers, sowas von aus dem Kontext. Das passiert, wenn Leute nicht die Gesamtheit der Bibel kennen. Wir müssen auch dahin kommen, das systematisch zu lesen. Es geht darum, dass der Heilige Geist, der Autor der Bibel, die Inhalte in dein Leben übersetzt. Und er ist meisterhaft darin. Er ist meisterhaft darin. Wir müssen auf unserer Seite nur bestimmte Dinge tun, damit ihr die Möglichkeit bekommt, es zu tun. Und darüber werden wir heute auch reden. Im nächsten Vers heißt es, das Wort Gottes, also die Bibel, ist voller Leben und voller Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser, Entschuldigung, bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Das ist, worüber wir reden, wenn wir über die Bibel reden. Das ist, warum es wichtig ist, dass du deine Bibel liest. Es ist gut, einer Predigt zuzuhören. Es ist gut, mehreren Predigten zuzuhören. Hauptsache, er kommt nicht über 40, hat Sascha gesagt. Aber es ist auch wichtig, selbst essen zu lernen. Du willst nicht dein Leben lang aus dem Löffel gefüttert werden, oder? Ich nicht. Ist ja eklig, wenn jemand dein Essen durchkaut und es dir gibt. Also lerne, selbst zu essen. Das Wort Gottes ist lebendig. Der Heilige Geist übersetzt es in deinen Alltag und deshalb ist es wichtig. Es ist voller Leben und voller Kraft. Warum eigentlich? Ich glaube, viele von uns leben nach Lügenskripten, die wir uns eingebläut haben. Je länger du lebst, aufgrund deiner Erfahrungen, aufgrund dessen, was andere Menschen über dich gesagt haben oder über die Welt oder darüber, wie das Leben funktioniert, hast du dir ein Skript erstellt. Ja, so eine Art Programmiersprache im Hintergrund, die man nicht sieht, aber so funktioniert halt der Computer, nach Skripten. Und dieses Skript wird immer abgespielt, wenn du in eine Situation kommst, die dich herausfordert. Und so haben wir viele Lügenskripte erstellt, nach denen wir leben. Die sind automatisch, die musst du nicht abrufen, das ist unbewusst. Aber jedes Mal, wenn ein Stichwort fällt, wenn irgendeine Herausforderung kommt, eine Situation entsteht, fängst du dein Skript an abzuspielen. Ein Skript ist ein Handlungskonzept. Schauspieler funktionieren nur nach Skripten. Alles, was sie tun, alles, was sie sagen, ist vorgegeben durch jemanden, durch den Regisseur, durch den Direktor. Sie tun das, was er mit ihnen umsetzen möchte. Und diese Skripte sind wie kleine Souffleure in unserem Kopf, die uns diktieren, was wir sagen sollen. Wisst ihr, was Souffleure sind? So, der Harry hat hier ein Mikro, aber ihr werdet ihn nie hören im Gottesdienst sprechen. Warum? Weil alles, was er hineinspricht, kommt nur bei den Musikern an und vielleicht bei den Technikern. Sie wissen, was zu tun ist, was er ihnen durchs Mikro sagt. Im Theater früher habt ihr gesehen, da gab es so eine kleine Kabine hier vorne oben. Da saß jemand und hat den Schauspielern auf der Bühne gesagt, was sie sagen sollen, falls sie vergessen, was sie sagen sollen. Und solche Souffleure haben wir bei uns im Kopf sitzen, die uns sagen. Ich kann euch sagen, was manche von meinen Lügenskripten waren. Ach, das schaffst du sowieso nicht. Streng dich nicht an, das passiert eh so, wie es passieren muss. Es gibt so viele, die es so viel besser tun können und geeigneter sind als du. Ich weiß nicht, was deine Skripte sind, die sich abspielen, wenn du dir Fragen stellst über das Leben, über die Welt, über viele Dinge. Gott möchte, und das ist, was dieser Bibelvers vorher gesagt hat, unser Skript löschen, revidieren, korrigieren, weil es nicht mit seinem übereinstimmt. Und deshalb heißt es auch in dem Vers aus dem Römerbrief Kapitel 12, Gott will der Regisseur deines Lebens sein im Sinne, er möchte dein Skript beeinflussen. Du sollst nicht über dich denken, wie die Welt über dich denkt, wie die Gesellschaft es dir vorgibt, über dich zu denken, sondern wie er über dich denkt, was ihm wichtig ist. Und eine Lüge dieser Zeit ist, dass du autonom, unabhängig, selbstbewusst und selbstbestimmt durchs Leben kannst. Nein, kannst du nicht. Du bist ein Geschöpf und das macht dich abhängig. Und wenn du diese Abhängigkeit nicht anerkennst, wird dein Leben schief laufen. Also muss dieses Lügenskript gelöscht werden, korrigiert werden und mit Gottes ersetzt werden. Und deshalb sagt er, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Übernehmt nicht die Denkweise eurer Gesellschaft, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gottes gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Gott möchte diese Lügenskripte in unserem Kopf, in unserem Hinterkopf, in unserem Wesen überschreiben mit seiner Wahrheit. Und deshalb ist es wichtig, dass du die Bibel liest, dass ich die Bibel lese, dass wir die Bibel lesen. Ohne Weisung Gottes, ohne Offenbarung Gottes verwildert sein Volk. Wir sind darauf angewiesen und je nach Lebenssituation, je nachdem dein Gesundheitszustand ist, müsstest du deinen eigenen Weg dahin suchen, aber die Möglichkeit geben, Gott in dein Leben hineinzusprechen. Und in den letzten Jahren habe ich das so oft gemerkt, ob die Flüchtlingskrise da war, ob Corona kam, Ukraine-Krieg. Bei den Menschen siehst du einfach, wie sich ihre alten Skripte abspielen. Gott hat noch keine Möglichkeit gehabt, in ihnen zu wirken. Die Denke ist so menschlich, die ist so furchtsam, sie ist so von der Gesellschaft und den Nachrichten und den Lügen davon beeinflusst. Sie kommen gar nicht dahin, Gottes Perspektive einzunehmen. Solche Skripte hast du auch in Bezug auf die Bibel. Ich habe keine Zeit. Lüge. Es ist eine pure Lüge, wenn du sagst, du hast keine Zeit fürs Bibellesen. Denn du hast Dinge für Millionen Dinge in deinem Leben. Niemals, niemals zu irgendeiner Zeit in der Geschichte des Menschen hatten wir so viel Freizeit wie heute. Eine andere Lüge ist, ich verstehe nichts. Es ist eine Lüge, denn du verstehst irgendetwas. Du verstehst nicht alles, du verstehst wenig, aber du verstehst etwas. Also lese. Luther hatte ein Prinzip, er sagt, die Bibel sollte man lesen wie ein Fisch essen. Du fängst mit dem Kopf an, legst die Gräten beiseite und machst bis zum Ende durch. Ich bin kein Leser. Eine Lüge. Wie oft schaust du auf dein Smartphone? Wie viele Nachrichten liest du am Tag auf deinem Smartphone, sonst irgendwo? Also, auch wenn ein bisschen, du liest. So, lasst uns diese Lügenskripte mal ablegen, durch Gottes Wort ersetzen lassen und dann anfangen, Gott zu verstehen. Darum geht es nämlich, wenn wir das Wort Gottes lesen. Wer ist Gott? Was hat er sich dabei gedacht? Wie hat er den Menschen gesehen, die Welt? Wie hat er uns gemacht? Was ist seine Perspektive auf die zeitgenössischen Geschehen? Was sagt Gott über mich? Was ist meine Herkunft? Was ist mein Wert? Meine Erlösungsbedürftigkeit als Mensch, die Welt verstehen. Gott ist der Schöpfer, Gott ist der Richter, Gott ist der gute Hirte, der mit uns diesen Weg durchgeht. All das wissen wir nicht, wenn wir nicht die Bibel lesen. Und wir lassen uns von vielen Dingen beeinflussen, außer vom Wort Gottes, außer von dem, wie Gott über uns denkt. Ich möchte einen Bibeltext mit euch kurz durchgehen, den der König David, ein König Israels, uns hinterlassen hat, im Psalm 119. Der Psalm 119 ist auch der längste Psalm überhaupt und hat viele besondere Dinge in sich. Aber hier möchte ich einen Text lesen, der nicht so systematisch ist wie so ein Paulus im Römerbrief, sondern David ist ein Poet, David ist ein Künstler, er ist kreativ und er beschreibt seine Beziehung zum Wort Gottes, zu dem, was Gott hinterlassen hat. Und im Psalm 119 heißt es, Herr, wie liebe ich dein Gesetz. Den ganzen Tag denke ich darüber nach. Gerade weil es mir immer gegenwärtig ist, bin ich meinen Feinden an Klugheit überlegen. Ich habe mehr begriffen als meine Lehrer, denn ich mache mir ständig Gedanken über deine Ordnungen. Ich besitze mehr Einsicht als alte Menschen mit ihrer Erfahrung, denn ich habe mein Leben nach deinen Geboten ausgerichtet. Von krummen Wegen hielt ich mich stets fern, damit ich nicht gegen dein Wort verstoße. Ich habe deine Belehrungen gerne angenommen, denn einen besseren Lehrer als dich gibt es nicht. Dein Wort ist meine Lieblingsspeise. Es ist süßer als der beste Honig. Dein Gesetz macht mich einsichtig und klug, deshalb ist mir jede Art von Falschheit verhasst. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Was du in deinem Wort festgelegt hast, das will ich tun, gerechter Gott. Ich habe einen Eid darauf geleistet und dazu stehe ich. Es klingt ganz anders. Es klingt nicht mechanisch. Es klingt auch nicht zwangsvoll. Der König David, und das war auch eine der Aufgaben des Königs, musste das Gesetz kennen, um das Volk gut zu leiten. Und er war Teil sogar der Entstehung des Wortes Gottes. Er hat es nicht nur gelesen, aber er wurde Teil dessen, weil er es gelesen hat. Ich habe dein Gesetz unendlich lieb, sagt er darüber. Es geht nicht nur darum, dass man den ganzen Tag nur über die Bibel nachdenkt, nur die Bibel liest, sondern dass das, was du gelesen hast, deine Entscheidungen beeinflusst, deine Gedankengänge beeinflusst. So wie in Römer 12 beschrieben, es soll unsere Denke erneuern, frisch machen, verändern. Wie schauen wir auf die politische Situation unseres Landes oder weltweit? Gott hat etwas dazu zu sagen. Nein, du wirst das Wort Ukraine oder Corona da nicht finden. Manche finden es sogar da. Dann kleistern sie sich irgendwas aus Hebräisch und Griechisch zusammen. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, eine Denkweise zu lernen aus der Bibel, wie Gott denkt. Und das wird unser Leben verändern. Das wird uns transformieren. Das wird uns erneuern. Und dann können wir mit David sagen, ich habe dein Gesetz, dein Wort unendlich lieb. Es beschäftigt mich immer wieder. Wenn eine neue Situation auf mich zukommt, dann weiß ich damit umgehen, dann weiß ich Rat bei dir zu suchen, wie du die Welt siehst, wie du es dir vorstellst, wie du es möchtest. In den nächsten Versen sagt der König David, vielleicht ein bisschen für manche arrogant, aber er sagt folgende Dinge. Zum einen, er ist seinen Feinden überlegen. Zum anderen sagt er, ich habe mehr begriffen als alle meine Lehrer. Und dann sagt er, ich besitze mehr Einsicht als Menschen, die schon ihr ganzes Leben durchgelebt haben. An sich eine arrogante Aussage, nicht, wenn es auf dem Wort Gottes gründet. Seine Begründung ist, dass er das Wort Gottes verinnerlicht hat. Dass er es nicht nur gelesen hat, weil der Bibelleseplan für heute Hesekiel 39 und 40 vorgesehen hat, sondern weil es in seinem Leben real wurde, weil er die Dinge kombiniert hat, die er gelesen hat und nicht einfach stumpf gelesen und nicht verstanden hat. Und er sagt, der Grund, warum ich sagen kann, dass ich klüger bin als die alten Menschen, klüger bin als die Lehrer, die eigentlich mir voraus sein sollte, ist, ich habe die Gebote, die ich gelesen habe, gehalten. Das hat mich vor Falschheit bewahrt. Das hat mich vor krummen Wegen bewahrt. Nicht das einzige Lesen und Verstehen, sondern das Tun. Und hier begegnen wir einem Phänomen, auch der heutigen Zeit. Wir wollen verstehen, bevor wir tun. So Gott, wenn du willst, dass ich das tun soll, dann erklär mir das mal. Wie ist das eigentlich hier? Und bevor du mir das nicht klar machst und ich es verstanden habe, tue ich ja nicht. In dem Wort Gottes ist eine andere Reihenfolge. Da heißt es, tu es, um zu verstehen. Nicht verstehe es, bevor du es tust. Es ist gut, viele Dinge zu verstehen. Manche werden wir nicht verstehen. Und trotzdem sagt David, ich habe es verstanden, weil ich deine Gebote eingehalten habe, nicht weil ich sie auswendig gelernt habe, weil ich es gelebt habe, was ich gelesen habe. Das ist seine Begründung hier in diesen Versen. Es hat mich von krummen Wegen abgehalten. Die Belehrungen, die ich von dir habe, nehme ich gerne auf, weil einen besseren Lehrer gibt es nicht. Viele Dinge sind gut und wichtig zu lernen, die wir in der Schule lernen, die wir außer der Schule lernen, über Technik, über Physik, über Mathematik, all die Dinge, die uns in unserem Universum umgeben. Aber wenn es darum geht, all diese wichtigen Dinge richtig zu kombinieren, richtig zusammenzubringen, dann ist Gott der beste Lehrer. Warum? Er ist der Grund für Physik. Er ist der Autor der Mathematik. Er hat diese Dinge ins Leben gerufen. Er kann sie für uns auch am allerbesten verständlich zusammenbringen. Und deshalb ist der beste Weg, auch für den König David, so fasst er das zusammen, es zu tun, was er sagt. Wir erlangen besseres Verständnis über Gott, wenn wir auch tun, das, was wir lesen. Er schließt mit einem Zitat, das wir wahrscheinlich alle von klein auf, zumindest die Bibel von klein auf lesen oder deren Eltern: Dein Wort ist das Licht für meinen Fuß in der Nacht. Es erhellt mir den Weg. Es zeigt mir, wohin ich gehen soll. Es zeigt mir, welchen Schritt ich gehen soll, damit ich eben nicht auf den krummen Weg komme, nicht auf den falschen Weg komme, sondern auf den richtigen. Dafür ist Gott zuständig. Das macht er durch sein Wort. Das ist das, warum wir die Bibel lesen müssen. Und ich hoffe, es ist noch einmal wichtig und klar geworden, wie auch mir, wie wichtig das ist, dieses Wort Gottes zu lesen. Nun wollen wir ein paar praktische Dinge besprechen. Was kann ich tun? Was kann mir helfen, das vielleicht leichter zu machen? Denn es ist, ja, Leute resignieren daran, dass sie nicht verstehen, was sie lesen. Oder dass sie es zwar wollten heute, aber es nicht geklappt hat. Und eine Woche, einen Monat später immer noch nicht geklappt. Was kann ich dafür tun? Zum einen eine Zeit festlegen. Es ist wichtig, und hier bestehe ich nicht darauf, manche sagen so: Wann ist die beste Zeit für die Andacht, für das Wort Gottes? Morgens früh. Viele Leute schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, besonders so die Morgenmuffel. Nein, es gibt keine beste Zeit. An welchem Zeitpunkt am Tag bist du produktiv? Ich staune über Menschen, die bei 10 Uhr abends so richtig aufdrehen. Bis 1, 2 Uhr können die noch Dinge erledigen und machen und arbeiten. Nicht nur irgendwas Praktisches, sondern mit dem Kopf arbeiten. Mich kannst du ab 9 Uhr abends in die Tonne kloppen. Ich bin für nichts zu gebrauchen als das Schlafen. Ich bin nicht produktiv. So, für mich ist nicht die beste Zeit, um 9 Uhr abends die Bibel zu lesen, sondern wenn ich am Tag Zeit finde oder morgens. Für dich kann es gerade der Abend sein. Finde eine Zeit, aber plane sie ein. Denn wie viele Dinge in unserem Leben, das, was wir nicht einplanen, passiert auch nicht. Jeden Geburtstag, alles tragen wir in unsere Kalender ein. Alles ist uns wichtig genug, irgendwo notiert zu werden oder sogar ein Wecker. So, mein Alltag funktioniert teilweise nach Weckern, damit ich keine Termine vergesse. Ist dir das so wichtig, dass es in deinem Outlook-Kalender oder in deinem Papierterminkalender oder in deinem Kalender, der in der Küche hängt, ist es für dich reserviert? Dieser Termin am Tag oder die paar Mal in der Woche, die du dir Zeit nimmst, was auch immer dein Rhythmus ist. Es geht nicht darum, gesetzlich zu werden, dass du musst und du musst das genau an dem Zeitpunkt machen und an dem Tag. Nein, es geht darum, Gott Zugang zu dir gewähren zu lassen. Zu einem Zeitpunkt, der für dich effektiv ist. Wo du aufnehmen kannst, wo du verarbeiten kannst, wo du dich reindenken kannst. Und deshalb ist es gut, dir eine Zeit zu geben, festzulegen, um zu einem regelmäßigen Bibelleser zu werden, um zu erfahren, wie sich das anfühlt, wenn Gott zu dir spricht. Ganz besondere Momente. Und ich denke, viele von euch haben sie gehabt. Du sitzt in so einem Gottesdienst wie diesen oder in einer Veranstaltung und da spricht er von vorne und du sagst dir: Woher kennt er mich? Wer hat ihm über mich erzählt? Das, was er sagt, trifft genau in mein Leben. Das macht nicht der, der spricht, sondern der, der das übersetzt. Und zwar der Heilige Geist. Er macht es lebendig. So lege eine Zeit fest, zu der Gott in dein Leben hineinsprechen kannst, wo du dir explizit Zeit einplanst dafür. Gerade für den Anfang ist es wichtig. Wenn die Dinge sich etablieren, das ist wie so Essen oder Gangschalten beim Autofahren, was am Anfang sehr kompliziert ist, nachher spürst du das gar nicht, wie du das machst. Das ist einfach Teil des Prozesses. Aber bis dahin ist es wichtig, sich diese Dinge vorzunehmen. Genauso ist es auch wichtig, einen Ort zu bestimmen. Orte tun was mit uns. Hier in diesem Saal zu sitzen, vermittelt nicht das gleiche Gefühl, nicht die gleiche Atmosphäre, wie in deinem Arbeitszimmer oder auf deiner Arbeit oder in deinem Wohnzimmer oder Schlafzimmer zu sein. Wenn ich effektiv, produktiv arbeiten möchte, dann gehe ich in mein Büro hier in diesem Haus im 2. Stock. Es ist ausgestattet dafür, es ist vorgesehen dafür. Ich habe Bücher, Computer, alles dabei, was ich brauche, Telefon, und da kann ich mich konzentrieren. Und das macht etwas mit mir. Ähnlich ist es, wenn du dir einen Ort schaffst, vielleicht nicht das Wohnzimmer, wo immer Gewusel ist, wo immer irgendwas los ist, wo du immer wieder gestört werden kannst. Ein Ort, wo du weißt, in den nächsten 15 Minuten oder halbe Stunde, was auch immer dein Zeitlimit ist, werde ich nicht gestört. Da kann ich mich darauf konzentrieren. Meine Frau hatte zu einem Zeitpunkt sich so diesen schönen Ikea-Sessel gekauft, ihn in eine Ecke gestellt, in einem Zimmer, hat gesagt, das ist der Platz, wo ich Gott begegnen werde. So. Der ist designiert dafür und der ist heilig dafür. Solche Dinge können dir helfen, um aus diesem Gewusel der Zeit herauszukommen. Und ich weiß, viele von uns sind sehr herausgefordert, beruflich, familiär, wie auch immer. Aber du kommst nicht drum herum, wenn du mit Gott leben möchtest, die Bibel zu lesen. Gott in dein Leben hineinreden zu lassen. Und drittens ist, du brauchst einen Plan. Die meisten Leute beim Fitness versagen, wenn sie keinen festen Plan, keine Routine haben. Routine ist der Schlüssel für den Erfolg für jeden Sportler. Könnt ihr fragen, jeden, den ihr kennt. Routine ist der Schlüssel dafür, dass sie erfolgreich werden. Habe einen Plan. Und ich rede nicht vom Jahresplan, dass man einfach stupide irgendeinen Plan aus dem Internet herauskopiert und sagt, okay, Hauptsache vom 1. Januar bis zum 1. Januar habe ich alles durchgelesen. Kann man auch mal machen, um einfach sich dazu zu zwingen, alles mal durchgelesen zu haben. Aber du kannst genauso einen Plan haben, wo du 3-mal im Jahr das Neue Testament durchliest. Gerade wenn du jung im Glauben bist, würde ich dir empfehlen, mehrmals das Neue zu lesen, bevor du das Alte startest. Das kann dich leicht irritieren, was du im Alten Testament liest. Und dann ist es auch noch gut, dass du jemanden beiseite hast. Für die komplizierten Fragen, für das, was dich beschäftigt, für das sogar, was dich aus den Socken haut beim Lesen der Bibel. Jemanden, den du ansprechen kannst, anschreiben kannst, fragen kannst und diese Fragen klären. Du brauchst einen Plan, der zu dir passt, zu deiner Lebensphase passt, zu dem, wo du dich gerade befindest. Es kann und sollte auch individuell sein, damit wir nicht einfach nach einer Woche aufgeben. Wichtig ist, dass wir anfangen oder fortsetzen, regelmäßig die Bibel zu lesen und dadurch auch mit den Inhalten, die Gott wichtig sind, konfrontiert werden, unser Leben verändert wird. Ich mag es gar nicht sagen, ich bin 31 Jahre mit Jesus unterwegs und mag es gar nicht sagen, wo ich heute wäre, wenn ich die Bibel nicht hätte, Wort Gottes nicht hätte, wenn ich nicht andere Gläubige hätte. Mein Leben, kann ich nur sagen, wäre ganz sicher nicht so wie heute, weil Gott Einfluss durch sein Wort auf mein Leben hat. Was könnte dich hindern dabei, das zu tun? Und all diese 3 Gründe, sie sind nicht witzig oder so, sie sind legitim. Und sie sind auch da. Es ist langweilig. Wenn du Dinge nicht verstehst, dann ist es langweilig. Setz mich in eine Klasse mit Buchhaltern zusammen, ich komme da nicht lebendig raus. Es ist so totlangweilig, ich würde in den ersten 3 Minuten sterben. Es gibt Dinge einfach, die verstehen wir nicht, die interessieren uns nicht, die sind totlangweilig. Und das kann dir mit der Bibel auch so gehen, gerade am Anfang. Es ist legitim. Es kann zum Problem werden, weil wenn du verzagst, dann versagst du auch daran, weil es langweilig ist. Oder, ja, und deshalb, oder, und, ich halte es nicht durch. Ich mache es einen Tag, zwei, drei, ich mache es sogar eine Woche, zwei, aber dann kommt irgendetwas dazwischen und schon bin ich aus dem Muster. Es gibt ein Buch, Atomic Habits, das ist auch ins Deutsche übersetzt worden und der Autor, der prägt einen Gedanken. Beginne etwas zu tun, wenn du eine neue Gewohnheit lernen willst. Beginne etwas zu tun, auch wenn es nur 10 Sekunden dauert. Du willst lernen, ein Buch also zu lesen. Also du willst es nicht lernen zu lesen, sondern das zu deiner Praxis machen. Das hast du bisher nicht gemacht. Also nimm dir jeden Tag 10 Sekunden Zeit und lies. Ist witzig? Ja. Aber wichtig ist nicht, wie lange du liest, sondern dass du jeden Tag mindestens 10 Sekunden liest. Das ist das, was uns nach vorne bringt. Beginne nicht mit einer halben Stunde oder mit einer Stunde oder 15 Minuten. Was immer dir hilft zu beginnen, was immer dir hilft, jeden Tag durchgehend etwas zu machen, damit beginne auch. Was kannst du tun, wenn diese Dinge auf dich zutreffen? Wenn es langweilig ist, wenn du es nicht durchhältst, wenn du etwas nicht verstehst. Zum einen kannst du, und das hilft auch tatsächlich, wenn du deine Bibel personalisierst, wenn du tatsächlich, du kannst es auch in deinem Handy tun, ich persönlich empfehle, eine Papierkopie von der Bibel zu haben, die du hast, dass du unterstreichst, dass du das, was du liest, was dir wichtig geworden ist, unterstreichst, farbig markierst. Ja, man darf in der Bibel malen, okay? Für die, die es nicht wissen. Mach dir eine kleine Notiz am Rand. Alles, was dir hilft, wo du morgen dann die Bibel aufschlägst, ah, okay. Weil Farbe, Notizen, all das ruft sofort in Erinnerung, was du vorher gelesen hast. Mach es persönlich. Mach es zu deinem Ding in dem Fall. Und fange wieder an, wenn du deinen Rhythmus unterbrochen hast. Es ist besser, mehrmals anzufangen, als nach dem ersten Mal alles liegen zu haben. Derjenige gewinnt, der immer wieder aufsteht, der immer wieder anfängt. Mir hilft es gerade in Sachen Sport, wo ich nicht so gut bin, da es auch mit jemandem zu tun. Es verpflichtet mich. Lies mit jemandem. Gerade so die App, die YouVersion, die macht es möglich, mit vielen Leuten gleichzeitig einen Leseplan zu lesen. Und dann können die sehen, ob du gelesen hast oder nicht. Da steht immer so ein kleines Häkchen dran. Kann man sich verpflichten. Wenn du weißt, es fällt dir schwer, dann verpflichte dich dazu. Auch das kann und wird helfen. Wenn du etwas nicht verstehst, ist es erstmal nicht schlimm. Aber wenn es dich wurmt, wenn es dir wirklich wichtig ist und du nicht weiterkommst, such jemanden, der es dir erklären kann. Ich stehe dir zur Verfügung. Der Rest der Pastoren, Ältesten, Kleingruppenleiter, jeder, der sich mit der Bibel ein bisschen auskennt, stehen dir zur Verfügung. Auch wenn nur ein bisschen weiter zu bringen, auch wenn nur ein bisschen zu erklären, lass dich davon nicht irritieren. Nach Luthers Prinzip, lese es wie ein Fisch essen, fang am Kopf an, leg die Gräten beiseite und gehe weiter. Es gibt viel Hilfsliteratur. Es gibt Atlanten, es gibt Karten, es gibt Kommentare, die helfen, bestimmte schwierige Bibelpassagen besser zu verstehen. Und die kannst du dir auch zur Hand nehmen. Du kannst, und da sind wieder so die Smartphones, über die wir schimpfen, sind uns eine Hilfe. Du kannst dir einen Vers wie ein Wallpaper machen auf dein Handy. Und wenn du einen Vers auswendig lernen möchtest, jedes Mal, wenn du das Handy öffnest, und glaub mir, das sind bestimmt 200 Mal am Tag bei dir, dann siehst du diesen Vers. Und du liest kurz drüber und du wiederholst den und da bleibt er sitzen. Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie du das Wort Gottes in deinem Leben präsent machen kannst. Und der Apostel Paulus schreibt der Gemeinde in Kolossee diesen Vers nicht umsonst. Gebt dem Wort des Christus Raum in euch. Macht Platz für ihn. Stell mal ein bisschen Möbel um. Setz mal die Prioritäten anders. Und lasst es so seinen ganzen Reichtum entfalten. Belehrt und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit und weil ihr mit Gottes Gnade beschenkt seid, singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Das Wort Gottes lebt nicht nur in der Form der Bibel unter uns, sondern geistgewirkte Lieder, auch die, Lobpreis, all diese Dinge, die Gott in meinen hektischen Alltag bringen. Die mir wieder helfen, mich neu zu fokussieren in dem Trubel, in dem ich die ganze Woche unterwegs bin, gebt dem Wort des Christus viel Raum in euch und lasst es so den ganzen Reichtum entfalten. Eine andere Übersetzung sagt, lasst das Wort Gottes reich unter euch wohnen. Predigt und Bibellesen und Lobpreis, also jede Form davon, dass Gott sich präsent machen kann in unserem Leben, sind uns willkommen. Und die Frage am Ende lautet, wirst du sie lesen? Nachdem du jetzt verstanden hast, und ich bin mir ganz sicher, Gott hat zu dir gesprochen heute Morgen, wirst du sie lesen. Dieser Vers aus dem Hebräerbrief, Gottes Wort ist lebendig. Gottes Wort ist lebendig und kräftig, so dass es in uns hinein wirkt. Wirst du es lesen? Ich werde es.